Hallo und willkommen zurück nach langer Zeit wieder mal zu Life is Feudal Your Own. Nein, das Projekt ist nicht tot und ich auch nicht. Ja, was soll ich sagen? Es ist, wie es heißt, meistens so ist. Ich hatte gesagt, wenn es nicht passt, fällt mal was aus. Falscher Knopf. Ich habe so lange nicht gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie was geht. Sehr schön. Ja, wir haben ja zwei Hauptprojekte auf dem Kanal. Das ist eines Elex 2, das andere ist My Time at Sandrock. Das kommt regelmäßig. Da versuche ich auch hinterher zu sein, dass es nicht ausfällt. Als Nebenprojekt läuft aktuell Life is Feudal Your Own und Marvel's Midnight Suns, allerdings in Englisch. Und ja, wenn ich nicht zum Aufnehmen komme, wie jetzt in diesem Fall, das eine Weile tatsächlich so war, oder ich halt einfach keine Lust auf das Spiel habe, das kann natürlich auch sein, weil dann macht das Zuschauen natürlich umso weniger Lust, wenn ich hier rum so, jetzt machen wir das mal, weil ich mache das als Hobby und soll natürlich auch Spaß machen und ich habe tatsächlich auch meine Lust, was zu tun. Und ich habe mal ein bisschen reingeguckt in den letzten Aufnahmen und eigentlich haben wir gerade ein kleines Problem, was ich im Prinzip beim Ende der letzten Staffel auch hatte, wenn man so will. Wir stagnieren so ein bisschen. Es liegt aber daran, dass es halt ein sehr komplexes Spiel ist, was so seine Problemchen mit sich bringt. Und das ist aber nicht schlimm, weil ich habe mir auch was überlegt. Das sieht da hinten echt merkwürdig aus. Wir hatten da in den Schnee gepisst. Was? Nee, halt, das da. Was ist das denn? Hä? Das hätte ich jemals an den Berg gepullert. Wir brauchen Holz für das Lager und für den Schreiner da hinten. Um halt ein paar Gebäude zu haben tatsächlich. Und wir brauchen natürlich bestimmtes Holz. Wir brauchen Hartholz, Beretta. Mit regionaler Ressource aus Schläfers Hammer war es. Soweit ich mich entsinne, ich kann hier auch gerne nochmal reinschauen, um sicherzustellen, damit ich keinen Fehler baue. Hier ist es Schläfers Hammer, eine Tür, genau. Und hier brauchen wir Schläfers Zange. Das dauert noch eine Weile, weil Gebäudewartung nicht so hoch ist. Aber tatsächlich, die Tür sollte kein Problem darstellen. Die Ziegel kriegen wir auch irgendwie hin. Nur haben wir hier nicht wirklich mehr Hartholz auf der Ecke. Und da kümmern wir uns als erstes drum. Lauf mal ein bisschen. Indem wir ein paar Bäume anpflanzen. Die dann hoffentlich über Zeit irgendwie mal wachsen. Saplings war, glaube ich, in der Kiste im Haus. Sagte er und guckt ins Inventar. Moment. Bong. So. Wie oft der Kerl schon die Tür ins Gesicht gekriegt hat, ne? Ja, tatsächlich sogar nicht die richtige Kiste am Anfang. Was war denn jetzt Hartholz hier? Eiche und so eine Scherze, ne? Espe. Birke war, glaube ich, auch Hartholz. Ja, genau, Birke. Wir haben ein paar vier Birkle. Saplings habe ich. Und Eichenstecken. Die Frage, ob ich Eiche schon anpflanzen kann, das weiß ich nämlich nicht. Das werden wir gleich rausfinden. Und wenn wir die angepflanzt haben, dann muss ich mal gucken, Karte. Dann gehen wir mal ungefähr hier hin. Also dieser Berg rechts von unserem Zuhause. Denn ich habe mal in einer meiner alten Aufnahmen in Staffel 1 reingeschaut. Und da haben wir tatsächlich Silber gefunden. Etwas weiter unten im Berg. Das heißt, wir müssen ein bisschen buddeln und Co. Müssen mal gucken. Das war noch sehr behäbig. Da habe ich mich stark davor gescheut, den legendären Baumeister-Modus, sprich den Admin-Mode, zu verwenden. Wenn ihr oben links schaut, steht dort GM. Ich habe den wieder an. Das hat mehrere Gründe. Einer davon ist, ich habe schon sehr viel erreicht, auch ohne den. Denn ich habe Life is Feudal Your Own schon über 1000 Stunden gespielt. Und gerade für ein Let's Play, für ein Stream, wie auch immer, wenn man Sachen machen muss, in großen Anführungszeichen, oder machen möchte, die ein bisschen zäher sind, dann zieht sich das. Und es bringt euch nichts und mir nichts, wenn ihr euch jetzt, ich sag mal, für 300 Folgen oder mehr anschaut, wie ich versuche, einen Berg wegzuschieben. Das habe ich ja auf Camera gemacht oder dann und wann im Stream. Beziehungsweise, wenn ich jetzt sage, ich brauche jetzt 50 Bretter. Ich schlag 3 Bäume um, du bist zu fett, du kannst nicht mehr laufen, weil du kannst nichts mehr tragen. Doof.
Dementsprechend, ja, nicht so günstig. Jetzt müssen wir mal gucken, wo Schläfers Hammer ist. Abgesehen davon habe ich auch mal geschaut, wir wollten hier oben einen Außenposten bauen. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann geht das nicht, weil wir kein Monument stehen haben. Ich glaube, das war in der Staffel 1 auch das Problem. Müssen wir mal gucken. Ich möchte jetzt erstmal, wie gesagt, ein paar Bäume pflanzen, damit wir das Hartholz dann irgendwie mal abernten können. Abgesehen davon, das Silber wird uns zur Schmuckherstellung dienen, logischerweise, wenn wir welches finden auf die Schnelle. Ich hoffe auch jedenfalls. Und wenn wir das gemacht haben, dann, wenn wir Ringe tragen, Schmuck tragen, erhöht das unseren Glücksfaktor. Und der Glücksfaktor erhöht die Chance, dass lokale Ressourcen sowas droppen. Jetzt ist mir die Frage, es wäre echt schön, wenn das hier eingezeichnet wäre, wo jetzt was ist, ne? Ich meine, das ploppt dann rein, wenn du in dem jeweiligen Gebiet bist. So, Schilf, was haben wir hier und sowas. Aber, boah. Durchaus etwas nervig. Ich finde auch generell diese lokalen Ressourcen, ich habe mich schon öfters drüber aufgeregt, in Anführungszeichen, aber oft genug drüber lamentiert, diese lokalen Ressourcen, das hätte man sich klemmen können. Das ist Blödsinn. Ich meine, diese Einteilung, klar, wenn ich jetzt hier in Schläfers Zange einen Baum fälle oder Erde klatsche, dann ist das aus Schläfers Zange. Und ja, das hat jetzt eine 5%ige Chance. Nein, wo ist es ja dann sonst? Genau, hier ist Schläfers Hammer. So. Ich hoffe, ich finde das irgendwie. Kann man das auf der Karte markieren? Nee, ach, das ist kurz vor dem. Ja, okay, das sollte ich. Bauerpflanze. Einen Birkensapling. Plopp. Hier nochmal ein. Aber mal querbeet. Streamt habe ich die Tage auch immer mal wieder. Ein bisschen Minecraft. Warum leckt es denn jetzt so? So ein bisschen Minecraft. Wenn ich dazu komme, möchte ich auch gerne wieder mehr streamen, aber halt. Es gibt sowas, das nennt sich leider dummerweise Privatleben und da kommt sowas dazwischen. Nein, ich kann noch kein. Ach, das klappt ja großartig. Okay. Nun. Klappt die 8? Ja, funktioniert. Ich glaube, Espe ist auch Hartholz, ne? Mich hier rüber? Ich frage für einen Freund. Nee. Bäh, Kamera. Nee, natürlich nicht. Warum auch? Oh, doch, das geht. Sehr schön. Gut. Die 4 Bäume kommen mir nicht mit weit. Nicht schon wieder. Mann! So, dann würde ich sagen, kümmere ich mich darum auf Kamera. So. Hartholzbett, Schläfershammer, ja. Inventar öffnen. Ich glaube, etwas Schmiede habe ich, 60 Stück, das bringt mir sehr viel. Das kann auch erstmal weg, das brauche ich gerade nicht. Das hatte ich, glaube ich, hergestellt, sogar noch auf Kamera, um da hinten die Hütte fertig zu kriegen, den Schreiner, weil wir dafür Mörtel brauchen. Also jetzt ist die Frage, wo war das Essen hier drin? Ne? Wieso fehlt mir schon wieder Futter? Was ist das? Gebratene Lachspastete. Ja, mal gucken, ob das reicht. Ach nee, ich habe da oben noch Futter. Ich bin doof. Alles gut. Wir haben gebratene Lachs. Gut. Ich habe es noch nicht ausgerüstet. Ins Inventar schauen. So, dann gucke ich mal, ob das Scheißometer voll ist bei den Hühnern, weil wir tatsächlich Viehzucht noch hochkriegen müssen. Was, glaube ich? Warte. Genau, das hier. Genau, Viehzucht muss auf 60. Damit das hier mal auf 30 geht. Das ist ein Laster, ne? So, verwalten.
22, das könnte gehen. Nee. Hä? Was ist das sonst immer bei? Ich kann nichts mehr aufräumen. Ja gut, dann halt nicht. Das ist 25, das waren doch sonst 20. Ach, Spiel. So. Mach ich die Karte nochmal an. Und dann machen wir mal den Jet-Modus. Weil bis ich darüber gelaufen bin, bin ich alt und grau und ihr auch. So. So, hier müsste theoretisch gesehen Silber sein. Das sehen wir gleich. Silber. Also die Karte kann man aus. Und zwar so, keine Ahnung, 12. Du hast Anzeichen für Erzvorkommen gefunden. Ja, das ist sehr schön. Ich weiß bloß nicht mehr, ob das jetzt, das war jetzt irgendwie unter uns hier. Wenn ich daraus jetzt eine 4 mache, wird es wahrscheinlich schon wieder weg sein. Du hast keine Spuren, genau. Das Problem hatten wir nämlich beim letzten Mal auch. Da war es, glaube ich, 6 und da hat es das noch angezeigt. Moment. Du hast Anzeichen für Erzvorkommen gefunden. Das mit dem Erz hatte ich ja schon mal erklärt. In mehreren Folgen. Wenn ich jetzt nach Erz suche, Kupfer, Silber, was auch immer, dann ist das so. Ich suche jetzt in einem Bereich von 6 Kästchen hier, also 6 Metern, wenn ihr so wollt, Meter mal Meter. Hier, wo ich stehe, könnt ihr jetzt nach vorne 6, hier, nach hier, aber auch unter mir Erz sein. Wenn ich irgendwo unter Tage wäre, könnte es auch über mir sein. Und wenn ich jetzt einfach mal, ich sag mal, 1, 2, 3 hier hingehe, hier mal nach Erz suche, dann dürfte hier theoretisch gesehen, du hast Anzeichen für Erzkommen in der Nähe gefunden. 4. Das hat er schon mal ein bisschen eingegrenzt. Das ist sehr schön. Wenn ich jetzt 2 mache, haben wir dann immer noch Silber. Du hast keine Anzeichen für Erz gefunden. Das ist schlecht. Das heißt, hier ist irgendwo Erz und ich vermute mal unter uns. Deswegen Schaufeln. Abwärts planieren. Grabe einstollen. Vorwärts. Mit der unsichtbaren Spitzhacke. Ja, was soll's. Ich vermute, dass es unter uns ist. Wir werden es gleich sehen. Das ist auch so ein Ding, wenn ich jetzt das halt ohne den legendären Baumeister-Modus, wie ich ihn immer so schön nenne, machen würde, dann ja, dann würde ich jetzt wahrscheinlich 3-mal draufhacken. Oder 4-mal. Dann hätte ich das Problem, dass hier immer noch nichts wäre. Hier kann ich hier nach links suchen, ne? Kann ich dich jetzt nochmal... Moment. So. Also das heißt, ich würde hier 3-4 Mal hacken, vielleicht auch 5-mal. Dann hätte ich die Taschen voll. Dann müsste ich das irgendwo hinschmeißen. Und das würde sich sehr oft wiederholen. Wäre schlecht. Ich meine, ich kann der Ordnung halber ja mal die Spitzhacke ausrüsten. Wir haben eine dabei, glaube ich. Dann brauchen wir hier nicht mit der Geisterspitzhacke rumeiern. So. Ist das Erz? Das sieht schon danach aus, ne? Baue Eisenerz ab. Ja, großartig. Baue Eisenerz ab. Cool. Hat mir nicht Silber gesucht? Ach, holla die Waldfee. Und hier haben wir jetzt was? Baue Erz ab Silber. Ich sag ja, unter uns. Hier ist Silbererz. Es sieht ein bisschen verschwommen aus in der Wand, aber ja. Das ist sehr schön. Oh, wartet. Ich mach mal die Karte auf. Hier. Kleiner geht's leider nicht. Auf dem Bergzipfel, falls ihr selber spielt. Und dann könnt ihr euch so halbwegs orientieren. Hier ist ein Bäumchen, wenn es bei euch auch so aussehen sollte.
weiß, hier rannte beim letzten Mal in dem Video auch irgendwo ein Wolf rum. Aber ja, das sollte machbar sein. Dann sag ich mal, baue uns Silbererz ab. Da klappte das doch wesentlich schneller als gedacht. Das ist sehr schön. Ein bisschen Eisen haben wir auch. Ich weiß nicht, wie viel Silber wir jetzt brauchen dafür. Wir nehmen mal einen großen Schwung mit. Das ist schon mal super. Hier ist noch mehr Silber. Das ist. Warum ist die Textur so kaputt? Oder geht das nur mir so? Ich glaube, die Textur ist im Arsch, oder? Das geht natürlich jetzt nicht. Kann ich jetzt sagen, grabe einen Stollen abwärts. Ja, kann ich. Wie viel Silber haben wir dann eigentlich? Das lokale Silber? Nee. Hier ist ein bisschen davon, ein bisschen davon. Ich hätte gedacht, wir sammeln jetzt mehr Schrott auf dem Sinne von Stein und Erde, aber na gut. So. Ich glaube, Silber hatte ich tatsächlich auch schon mal gefunden. Das weiß ich. Haha, ich habe es auf Video. Aber Gold hatte ich noch gar nicht gesucht, wenn ich ehrlich bin. Da hatte ich, glaube ich, auch noch gar keinen Grund zu. So weit kam ich gar nicht. Ach, jetzt ist die Textur anscheinend wieder in Ordnung. Silbererz. Geht das? Ja, jetzt geht's wieder komischerweise. Jo. Das, man sieht ganz leicht im Boden drinne hier, also das ist Silbererz. Ihr seht dieses durchzogene. Hier ist auch noch. Mal gucken, ob das funktioniert. Jo, das geht. Ich weiß nicht, wie viel wir da rauskriegen, deswegen, wie gesagt, nehmen wir mal einen großen Sprung mit. Aber das ist doch schon mal schön. Einzige Frage, die ich mich jetzt gerade stelle, ist, wo habe ich den Schmuckkasten gelassen, den Schmuckherstellungskasten? Mal schauen. Und hier ist noch mehr Silber, das ist sehr schön. Wie viel haben wir denn jetzt? Erde schmeiße ich gleich mal weg. Die Steine. Wir haben... Ja, gut, 2000 Silber. Ich denke mal, das reicht für den Anfang, oder? Werden wahrscheinlich einige in den Kommentaren... Nein! Aber ich sag mal, ja, das müsste passen. Gott. Ich hänge ein Loch und komme nicht mehr raus. Story of my life. Zum Glück geht's Teleport. So. Das ist auch so ein Ding, was mir noch fehlt. So wie in Minecraft, einfach mal ins Bett gehen und pennen. Also das ist auch... Jetzt wiege ich tatsächlich zu viel. Moment. Dann gehen wir den offiziellen Weg. Ja, was haben wir denn? Der feine Herr baut sich einen Weg. Pflastert alles, springt aber trotzdem über die Mauer. So. Gut, dann Tür auf. Ach ja, ich wollte noch was wegschmeißen. Also das hier hatte ich auch mal als Probe hingestellt. Das sind eigentlich Mauern, aber ich dachte so als Bordsteinkante. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Aufnahme gemacht habe. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also hier so ein so komplett einmal rumziehen, aber so wirklich gefallen tut mir das auch nicht mehr. Machen wir mal den hier. Die Idee war nett, aber naja. So, erstelle ein Lager und zwar eine Rindenkiste. Nicht Rinderkiste, wie ich immer, warum auch immer am Anfang gesagt habe. Hier haben wir die Kiste. Das ist unser Mülleimer heute. Schönen guten Tag. Name ist Kiste. Vorname Rinden. Bin euer Mülleimer für den Tag. So.
Schmeißen wir alles rein, was keine Miete zahlt. Ciao. Gut. Jetzt brauchen wir das Schmuckding. Das ist irgendwo im Lagerhaus. Ist die Frage, ist es direkt im Lagerhaus?